Was ist dort unten, tief in den Ozean unserer Welt? Immer wieder stoßen wir auf Seltsames, Berichte über mysteriöse Dinge in den großen Seen und Meeren dieser Erde, große Objekte, die an U-Boote vorbeirasen, nicht identifizierbare Geräusche, die sich jeglicher Erklärung zu entziehen scheinen, UFOs, die ins Wasser eindringen, Tiefseetaucher, die auf unheimliche Wesen stoßen, Anomalien am Meeresgrund, die Strahlung aussenden. Finden wir sie also dort unten, geheime Basen außerirdischer, Unterwasser-UFOs, die durch das dunkle Nass rasen, nur hin und wieder ganz zufällig entdeckt werden? In der nächsten Stunde hören wir die Worte von U-Boot-Kapitänen, die mit ihrer Mannschaft auf das Unmögliche gestoßen sind. Wir reisen zum tiefsten Punkt des Ozeans und hören dort mysteriöse Geräusche, tauchen in einer der größten Seen der Erde ab und erblicken dort Unfassbares. Und wir gelangen zu einem Objekt, das uns zeigen könnte, dass sie schon seit Ewigkeiten hier sind. Die erste Spur zu den Aliens im Meer führt uns in den größten und tiefsten Ozean dieser Erde, in die dunklen Gewässer des Pazifischen Ozeans. UFOs und Atomwaffen, eine Verbindung, die schon seit der ersten Zündung einer nuklearen Bombe existiert. Ebenso die Verbindung zum Wasser, Seen, Meere, Ozeane, als wären die großen Gewässer unserer Erde ein Sperrgebiet. Ein Bereich, der nicht nur von uns unerforschter ist als die Oberfläche des Mars, sondern jener gigantische Teil der Erde, der nicht uns gehört. Nicht wenige glauben, dass das Wasser unseres Planeten von jemand anderes kontrolliert wird. Außerirdische, die sich in den Tiefen der Weltmeere aufhalten. Von geheimen Basen bis hin zu riesigen Unterwasserflotten. Wenn dem so ist, wie würden sie wohl reagieren, wenn wir die destruktivsten Waffen unserer Zeit zu ihnen bringen würden? In die Ozeane dieser Welt. Tatsächlich tun wir das schon seit Jahrzehnten. Am 30. September 1954 startete das erste Atom-U-Boot, die SSN 571, besser bekannt als die USS Nautilus. Heute sind weitaus mehr dieser kerngetriebenen Unterwasserschiffe unterwegs. Neben den US-Amerikanern lassen 5 weitere Nationen ihre nuklearen Boliden durch die Weltmeere gleiten. Russland, Frankreich, Großbritannien, China und Indien. Doch nicht alle von ihnen führen auch Atomwaffen mit sich. Lediglich ihr Antrieb verleitet ihnen den Namen des Atom-U-Bootes. Das Mitführen von nuklearen Waffen war aber schon immer so geplant. Schon 1944 experimentierte die deutsche Kriegsmarine mit U-Boot-gestützten ballistischen Raketen, wenn auch nur mit konventionellen Waffen. 1955 dann stellte die sowjetische Marine ihr erstes U-Boot mit ballistischen Raketen in Dienst. Um 1960 begann dann der Wettlauf zwischen der Sowjetunion und den USA, eine ganze serielle Fertigung strategischer U-Boote, an Bord nukleare Sprengkörper. Während des Kalten Krieges waren sie einer der Grundpfeiler der nuklearen Abschreckung. Bei einem Erstschlag sind U-Boote schließlich nur sehr schwer auszumachen, können für eine gewisse Zeit unbemerkt nah an die Küste des jeweiligen Landes gelangen. Unmöglich, sie rechtzeitig aufzuspüren, zu reagieren. Wie sehr sich die ersten atomar bewaffneten U-Boote von den heutigen unterscheiden, zeigt uns die Ohio-Klasse. Die insgesamt 18 US-amerikanischen Schlachtschiffe sind mit sogenannten Trident-II-Raketen bewaffnet, Interkontinentalraketen. Jedes von ihnen besitzt 4 Decks, 171 Mann Besatzung, Vorräte für 90 Tage und 24 Atomraketen, ausgestattet mit bis zu 17 einzelnen, durch Satellitensteuerung lenkbaren Sprengköpfen, mit einer Vernichtungsenergie von 75 Kilotonnen. Damit hat jedes von ihnen mehr Sprengkraft an Bord, als während des gesamten Zweiten Weltkriegs eingesetzt wurde. Kein Wunder also, dass wenn sie tatsächlich dort unten sind, dies nicht einfach so hinnehmen würden.
Und so zeigt uns auch der neueste Bericht, wie diese ungewünschten Aktivitäten in den Tiefen der Weltmeere präzise beobachtet werden. Auf was genau traf nun wieder einmal eine Besatzung eines Atom-U-Bootes in den Tiefen unserer Weltmeere? Was macht das Aufeinandertreffen zu etwas so Unmöglichem? Etwas, das nicht vom Menschen stammen kann? Der Whistleblower Edward Snowden enthüllte schon vor Jahren, Tiefseesonarsignale werden von der US-amerikanischen Regierung als Staatsgeheimnis behandelt. Der öffentliche Zugriff auf diese Daten ist strikt untersagt. Dies gilt sowohl für übliche Beobachtungen feindlicher Unterseeschiffe, als auch für die zahlreichen Meldungen über sogenannte USOs, den Identified Submerged Objects, den Unterwasser-UFOs. Doch einige von diesen Berichten kamen mit der Zeit dann doch ans Tageslicht. Igor Barclay, ein Veteran des Navy-Geheimdienstes, ließ unlängst verlauten: Ozean-UFOs tauchen oft überall dort auf, wo sich unsere oder die Flotten der NATO konzentrieren, in der Nähe von den Bahamas, Bermudas und Puerto Rico. Sie werden am häufigsten im tiefsten Teil des Atlantischen Ozeans, im südlichen Teil des Bermuda-Dreiecks und auch in der Karibik gesehen. Ein solches sollte nun auch der Mannschaft eines Atom-U-Bootes begegnen. Es bewegte sich schneller als der Schall. So beschreibt der Wissenschaftler Bob McWeer ein seltsames Objekt. Kein UFO, das sich in der Luft bewegte, sondern unter Wasser. Es besaß eine solch hohe Geschwindigkeit, dass es nicht vom Menschen stammen kann. Die Schallgeschwindigkeit beträgt 1235,5 Stundenkilometer. Das schnellste jemals gebaute U-Boot, die K-162, brachte es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 82,8 Stundenkilometern. Wer oder was ist also in der Lage dazu, die menschliche Technologie um das mindestens 15-fache zu übertreffen? Dies wird sich auch die Besatzung gefragt haben, die auf dieses ungewöhnliche Objekt gestoßen ist. Genauer gesagt, die Matrosen und Offiziere an Bord des Atom-U-Bootes USS Hampton. Insider McWeer, der von diesem Unterwassergeschoss berichtet, sei dabei selbst an Bord gewesen, als es so plötzlich auftauchte, als Zivilist und wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ende der 1990er Jahre. Bei Erscheinen des Objekts habe sich die Hampton sehr tief unter Wasser befunden, ganz nahe am Meeresboden, mit der nahezu maximalen Höchstgeschwindigkeit des U-Bootes, 40 Stundenkilometer. Plötzlich tauchte ein großes, unbekanntes Objekt auf dem Sonar der Hampton. Doch in diesen Gewässern sollte eigentlich nichts sein. Keine Schiffe, keine anderen U-Boote, ob eigene oder feindliche. Doch das war nicht das, was es so ungewöhnlich machte. Laut den Daten bewegte es sich mit einer unmöglichen Geschwindigkeit. So hoch, dass es nichts Bekanntes sein könne. Schneller als der Schall. Und trotzdem ein massives, großes Objekt. Mehrere Meter lang. Einer der Männer des Sonarraums ist zum Kapitän gekommen und meinte, was auch immer es sei, das Ding sei unter Wasser schneller als die Schallgeschwindigkeit, aber das ist noch wesentlich schneller als die Schallgeschwindigkeit in der Luft. Nicht nur das Sonar habe von diesem Ding gezeugt, ein mysteriöses Geräusch durchfuhr die eisernen Wände des Atom-U-Bootes, kommend aus der Richtung des unbekannten Unterwasserobjekts. McWeer findet keine Worte, um diesen mysteriösen Ton zu beschreiben. Er sei einfach nur sehr seltsam gewesen. Nichts, was er jemals in seinem Leben gehört habe. Nichts, was er danach jemals wieder hören sollte. Wir waren unterwegs und plötzlich hörte ich das Geräusch. Es ist wirklich seltsam, weil es klar ist, dass etwas an uns vorbeisaust und sich so schnell bewegt, dass ich es einfach nicht glauben kann. Ich finde keine Worte dafür, nicht für das Geräusch und schon lange nicht für dieses rasende Etwas. Dieses Ding flog an uns vorbei, als würden wir stillstehen.
Die Crew habe diesen Vorfall schließlich nicht gemeldet, zu außergewöhnlich, um diesen in einen Bericht zu verfassen. McWeir habe zur Untermauerung seiner Aussagen Kontakt zu einem ehemaligen Besatzungsmitglied aufgenommen. Er bestätige seine Aussagen des pfeilschnellen massiven Objekts, das bis heute ein Rätsel bleibt. Skeptiker hingegen versuchen McWeirs Bericht mit einem feindlichen U-Boot zu erklären. Dieses habe lediglich einen Torpedo abgefeuert. Das seltsame Geräusch stamme von seinem schnellen Durchqueren des Wassers. Eine Theorie, die nicht den Tatsachen standhält. Heutige moderne Torpedos sind nahezu blasen- als auch geräuschfrei, dank ihres elektrischen oder thermodynamischen Antriebs. Ihre Geschwindigkeit liegt bei rund 50 bis 60 Knoten, 93 bis ca. 111 Stundenkilometer. Nur ein Bruchteil von dem, was das Sonar angezeigt hat. Weit entfernt von den 1235,5 Stundenkilometern des Schalls in der Luft. Noch weiter entfernt von den 5346 Stundenkilometern, die der Schall im Wasser zurücklegt. Es muss also etwas gewesen sein, das die Technologie des Menschen bei weitem übertrifft. Und es befand sich sehr nahe an einem Atom-U-Boot der amerikanischen Marine, aus welchem Grund auch immer. Dass ein solches Aufeinandertreffen mit einem unbekannten Unterwasserobjekt auch viel schlimmer enden kann, zeigt uns ein anderer Fall. Erst im Oktober 2021 kam ein seltsamer Bericht ans Tageslicht. Ein US-Atom-U-Boot habe ein unbekanntes Objekt getroffen, in den Gewässern im asiatisch-pazifischen Raum. Eine ganze Reihe von Seeleuten seien bei diesem Vorfall verletzt worden. Was diesen Vorfall verursacht habe, sei unklar. Tatsächlich habe es gar eine Kollision mit diesem Objekt gegeben. Bei dem U-Boot handelte es sich um die USS Connecticut. Insgesamt 11 Seeleute erlitten dabei mäßige Verletzungen, wie es damals hieß. Die interessanteste Aussage lautete, dass das Objekt, mit dem die USS Connecticut kollidierte, kein anderes U-Boot gewesen ist. Doch was war es dann? Die namenlosen Beamten spekulierten damals gegenüber der Presse, dass es sich um ein gesunkenes Schiff gehandelt haben könnte oder aber ein Container, der von einem Frachtschiff gefallen ist. Alexander Neal, ein Verteidigungs- und Sicherheitsexperte, könne dem aber nicht zustimmen. Die Anzahl der durch die Kollision verursachten Verletzungen deuteten darauf hin, dass das U-Boot auf etwas Großes getroffen sein müsse und dass dieses sich sehr schnell bewegt habe. Kein stillstehender Container, kein brachliegendes Wrack. Wer oder was auch immer es ist, das die Atom-U-Boote dieser Welt beobachtet, hoffen wir, dass sie nicht dem gleichen Wahlspruch folgen, wie es die Besatzung der USS Hampton tut. Cui desiderat passem preparate bellum. Die, die Frieden wünschen, richten sich auf Krieg ein. Es ist bei weitem nicht die einzige Begegnung zwischen unbekannten Objekten im Ozean und einer U-Boot-Besatzung. Nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Russen erlebten einen seltsamen Kontakt in den Tiefen des Meeres. Ein Ping durchdringt die Stille, dann noch einer. Zwei mysteriöse Objekte erscheinen auf dem Radar. Doch das kann nicht sein. Es muss sich um einen Fehler handeln. Die Echos werden geprüft. Nach mehreren Kontrollen steht fest, dort draußen, direkt vor ihnen, ist etwas. Zwei massive Objekte, ganz eindeutig, und sie werden immer schneller. Der Radartechniker ist verblüfft. Er zeigt immer wieder auf die seltsamen Objekte auf seinem Bildschirm. Die Geschwindigkeit übersteigt bei weitem die, wozu ein U-Boot imstande ist. Was soll das sein? Sind es Torpedos, die gerade in ihrer Richtung abgefeuert werden? Nein, selbst diese Unterwasserraketen könnten nicht eine solche Geschwindigkeit entwickeln, wie er sie vor sich angezeigt bekommt, als würde ein Kampfjet durch das Wasser fliegen, ohne auch nur den geringsten Widerstand des Ozeans zu spüren.
Er wisse, seine Nation hat das schnellste U-Boot entwickelt, eines der Papa-Klasse, die K-162. Bis zu 45 Knoten schnell, 83 Stundenkilometer. Nichts auf der Welt käme auch nur annähernd an es heran. Doch diese Dinger vor ihm rasen mit bis zu 300 Stundenkilometer durch die Tiefsee. Wäre das nicht schon unmöglich genug, vollführen sie noch viel Seltsameres. Die mysteriösen Objekte ändern schlagartig ihre Richtung. Zickzackkurse, die sie eigentlich zerreißen müssten. Sie steigen schnell in die oberen Wasserschichten auf, fallen dann wieder schnell in die Tiefe herab. Selbst wenn irgendjemand auf der Welt eine solch unvorstellbare Technologie entwickelt hätte, spätestens jetzt müsste die Crew an Bord massive Schäden davongetragen haben. Kapitän Kortschew beschließt, an die Oberfläche aufzusteigen. Er gibt den Befehl an seine Crew weiter. Die Objekte befinden sich gerade nahe unter der Wasseroberfläche. Er wolle sie von dort aus besser untersuchen. Noch hat er den Verdacht, es handele sich hier um einen Fehler im Radarsystem. Etwas anderes könne es ja schließlich unmöglich sein. Seine Vermutung sollte sich nur Momente später als falsch herausstellen. Gerade aufgetaucht, an die Oberfläche der See gelangt, betreten er und zwei Offiziere die trockene Außenhaut ihres U-Bootes. Ein erster Überblick über das Gebiet. Kaum haben sich ihre Augen an das Tageslicht gewöhnt, sehen sie Unfassbares. Vor ihnen erhebt sich etwas Riesiges aus dem Wasser. Ein gewölbtes Objekt, wie es später von Kapitän Kortschew beschrieben wird. 5 Meter groß, mit einer Form, die er nie zuvor und auch nie wieder danach erblickt hatte. Es sei so außergewöhnlich, so andersartig, einfach nichts von dieser Welt. Und so kommt auch das dreiköpfige Kommando des U-Bootes zu dem Schluss. Das Objekt vor ihnen gehört nicht dem Menschen. Es ist etwas anderes, viel weiterentwickelt, auch nichts, was die Amis hätten bauen können. Immer noch gebannt auf das Ding vor ihnen starrend, beginnt es plötzlich ein grünliches Licht auszusenden. 4 Strahlen, die in unterschiedlichen Richtungen auf ihr U-Boot treffen. Ein Alarmsignal für Kapitän Kortschew. Er befiehlt umgehend in Deckung zu gehen, sofort wieder abzutauchen. Hatten sie es abgeschüttelt? Nein, da ist es wieder, direkt hinter ihnen. Dann absolute Stille. Alle elektronischen Instrumente an Bord sind plötzlich abgeschaltet. Der Grund? Keine Ahnung. Der ersten Panik weicht einer gespenstigen Stille. Nur noch das flache Atmen der Crew ist zu hören. Und ein sich regelmäßig wiederholendes Klackern. Ein Geräusch, das die Besatzung an Bord nie zuvor hörte und auch nie irgendwann danach wieder vernahm. Sie beschreiben es so, als würde ein Schneider an seinem Nähtisch sitzen, die Maschine vor ihm die Nähte in den Stoff tackern. Kapitän Alexei Kortschew wird Jahre später zugeben, dass er in diesem Moment nicht wusste, was er tun sollte. Eine Aussage, die nur die wenigsten Führungsoffiziere jemals treffen würden. Dort unten, rund 160 Meter unter dem Meer schwebend, alle Geräte ausgeschaltet, nicht wissend, wie man das gesamte U-Boot wieder hochfahren sollte, seine Elektronik wieder starten könne. Wenige Minuten später aktivieren sich die Instrumente wieder von selbst. Das fahle Licht des Bootes scheint wieder auf die Crew herab, als wäre nichts gewesen. Der Radartechniker sieht nur noch die 2 schnell wegrasenden Punkte auf seinem Bildschirm, bis sie schließlich verschwinden, irgendwo ins Dunkle der See. Kapitän Kortschew ist sich sicher, sein U-Boot wurde von Vertretern einer anderen Zivilisation gescannt und identifiziert. Außerirdische, die wissen wollten, wer sich da gerade noch im weiten Ozean befindet. Was sonst könne das auch gewesen sein? Wenn Sie dort unten sind, versteckt in den Tiefen des Meeres, dann müssen Ihnen auch noch andere Erforscher der Meere begegnet sein. Vielleicht kein direktes Zusammentreffen, aber die Emissionen, die Sie absenden, seltsame Geräusche, die aus dem tiefsten Punkt unserer Weltmeere dringen. Der Marianengraben. Eine Tiefseerinne im westlichen Pazifischen Ozean, weit nördlich des Äquators. Er besitzt eine maximale Tiefe von 11.034 Metern.
Damit bildet dieser die tiefste Stelle aller Weltmeere. Mit einer Länge von ca. 2400 Kilometern beträgt der Wasserdruck am tiefsten Punkt 1170 Bar. Nichts, was ein Mensch auch nur Sekunden überleben könnte. Und doch scheinen aus dieser dunklen Leere seltsame Stimmen zu kommen. Einer Gruppe von Forschern ist es gelungen, im Marianengraben ein Geräusch aufzunehmen. Eines, das die Beteiligten als verstörend bezeichnen. Nach einer detaillierten Analyse der Aufzeichnungen hat das Wissenschaftlerteam nun einen Bericht veröffentlicht. Dieser soll den möglichen Ursprung des unheimlichen Geräusches aufklären. In dieser Studie haben die Wissenschaftler mit absoluter Sicherheit versichern können, dass das seltsame Geräusch biologischen Ursprungs ist. Etwas, das nie zuvor beobachtet worden ist. Die Analyse der Daten stellt sicher, die Frequenz des Tons liegt zwischen 38 und 8000 Hertz. Damit habe dieses keinen anthropogenen Ursprung, sprich es stammt nicht vom Menschen. Es ist nicht das Ergebnis menschlicher Aktivität, wie zum Beispiel einer technologischen Entwicklung. Die Forscher schließen also aus, dass ein Schiff oder eine seismische Untersuchung das Geräusch verursacht haben könnte. Dennoch weist in ihren Analysen alles darauf hin, dass es sich hierbei um eine biologische Quelle handelt. Sie erinnern auch nicht an geologische Quellen wie niederfrequente Geräusche, die von Erdbeben oder Eisbruch oder von Wind oder Regen erzeugt werden. Wir glauben, dass diese komplexen Geräusche von einer biologischen Quelle stammen. Die Studie des Geräusches stellt weiteres fest. Zwischen den Monaten Herbst und Frühjahr wiederholte es sich. Es konnte mehrmals in derselben Gegend aufgezeichnet werden. Und so klingt es. Wer oder was verursacht diesen unheimlichen Sound? Lebt in den Tiefen der Meere eine andere intelligente Spezies? Hören wir hier ihre Kommunikation untereinander? Es ist bei weitem nicht das einzige Geräusch, das in unseren Ozeanen für Verwunderung sorgt, so auch die mysteriöse Frequenz namens Bloop. Dieser Ton bezieht sich auf seltsame, niederfrequente Schallwellen. Es wurde 1997 von der National Oceanic and Atmospheric Administration der Vereinigten Staaten entdeckt, der NOAA. Das Geräusch dauerte nur wenige Minuten an. Während der Aufnahme nahm dessen Frequenz seltsamerweise zu, als würde die Quelle, wer oder was auch immer sie ist, wissen, dass man ihre Laute aufzeichnet. Der langgezogene, in der Frequenz abfallende Ton wurde von hochsensiblen Unterwassermikrofonen aufgezeichnet, sogenannten Hydrophonen, ebenfalls im Pazifik. Schnell war klar, es konnte weder von einem Wal stammen, noch von einer anderen bekannten Geräuschquelle. Schiffsschrauben, Vulkan- oder Erdbebenaktivität auf dem Meeresgrund schieden als Verursacher ebenso aus. Dr. Christopher Fox, einer der Geologen des NOAA, hat bis heute keine eindeutige Antwort auf die Frage, was jenes merkwürdige 7 Minuten währende Geräusch verursacht haben könnte. Die Frequenz des Bloops sei ebenso zu tief, um für das menschliche Ohr wahrnehmbar zu sein. Um es überhaupt wahrzunehmen, müsse man die Aufnahme um ein 16-faches beschleunigen. Und so klingt es dann. Im Klangbild sei es dem Gesang der Buckelwale nicht unähnlich. Auch das Frequenzspektrogramm zeige Übereinstimmungen. Doch Bloop sei weitaus lauter. Lauter als jedes Geräusch, das jemals von den Meeressäugern erzeugt werden könne. Ursprünglich vermutete man auch menschliche Quellen. So gäbe es zum Beispiel sehr ungewöhnliche neue Waffen. Spezielle Torpedos, an denen die Russen arbeiten. Diese könnten großen Lärm verursachen. Fox habe seinen Kollegen bei der Navy schließlich die Tonaufzeichnung vorgespielt. Die Wissenschaftler dort seien mit militärischem Equipment bestens vertraut. Doch Fehlanzeige, auch eine menschliche Technologie könne das Geräusch nicht verursacht haben.
Der Geologe hat aber zumindest eine Vermutung. Es könnte sich um die akustischen Erzeugnisse von zerbrechenden Eisbergen oder einer Gletscherplatte in der Antarktis handeln. Diese kratze über den Kontinentalfels und verursache dabei dieses Geräusch. Doch Fox will auch andere Ursachen nicht ausschließen. Solange es keine handfesten Beweise gäbe, könne es sich auch um den Ruf einer noch unentdeckten Tiefseekreatur handeln. Was ist mit dem nun so ganz anders klingenden Geräusch im Marianengraben? Gibt es Hinweise darauf, dass es weder etwas Menschliches noch von etwas Natürlichem stammt? Und gibt es eine Gemeinsamkeit derer? Die Liste der bisher nicht identifizierten Geräusche aus den Tiefen des Meeres ist lang. Neben dem Bloop und dem aus dem Marianengraben gibt es noch die Frequenzen namens Julia, Slowdown, Upsweep und zahlreiche andere. Und sie alle haben eine Gemeinsamkeit. Detektiert worden sind sie alle in einem ganz bestimmten Bereich unserer Weltmeere, im Pazifischen Ozean. Gibt es da etwa einen Zusammenhang? Der Pazifik ist der größte und tiefste Ozean der Erde und der Ort der Weltmeere, an dem die meisten UFO-Sichtungen dokumentiert worden sind. Und nicht erst seit den UAP-Videos wissen wir, anscheinend findet UFO-Aktivität nicht nur über, sondern auch unter Wasser statt. So auch der neueste Bericht seltsamer fliegender Objekte über den Pazifischen Ozean, Anfang Dezember 2021. Ein aufgenommenes Video zeugt davon. Ein Pilot, dessen Identität nicht veröffentlicht worden ist, sah an jenem Dezemberabend eine ganze Flotte unbekannter Objekte. Er beschreibt sie in ihrer Form als seltsame rotierende Lichter, die sich über den Himmel bewegten. Überrascht von dem Anblick nahm der Mann davon ein Video auf. Es zeigt drei Reihen von Lichtern, einige davon mit drei und andere mit vier Punkten. Sie fliegen nahezu symmetrisch nebeneinander her. Im Laufe des Videos verblasst der oberste Punkt und wird durch einen anderen, tiefer gelegenen ersetzt. Schließlich verschwinden sie alle aus dem Blickfeld der Kamera und aus den Augen des Piloten. Der Mann selbst wirkt während der Aufnahme verblüfft, so ist auf dieser zu hören, wie er sagt: "Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein komischer Mist. Das ist etwas, das fliegt." Nach eigenen Aussagen habe sich der Pilot zum Zeitpunkt der Aufnahme auf einer Höhe von 39.000 Fuß befunden, über dem Pazifik im Bereich des Südchinesischen Meeres. Die Echtheit des Videos konnte bisher nicht abschließend geklärt werden, doch es scheint unwahrscheinlich, dass es sich bei der Sichtung um ein Naturphänomen handelt. Auch eine Spiegelung konnte nach der Untersuchung einiger Ufologen ausgeschlossen werden. Zeugen die zahlreichen Berichte von UFO-Aktivitäten, dessen jüngster Fall nur stellvertretend für die etlichen anderen steht, von etwas, das unter dem Meeresspiegel vor sich geht? Für das seltsame, metallisch klingende Geräusch im Marianengraben haben die Forscher eine Theorie aufgestellt. Nach der Untersuchung eines anderen aufgezeichneten Tons namens Star Wars, der am Great Barrier Reef aufgenommen wurde, wollen sie eine Gemeinsamkeit entdeckt haben. Dieser Star Wars-Ton stamme von einem Zwergwal und so schließen sie darauf, dass das Marianengraben-Geräusch ebenfalls von einem dieser Unterwassertiere stammen könnte, einer verwandten Unterart. Bisher sei dies aber nur reine Spekulation. Echte Beweise könne man aufgrund der dann doch zu signifikanten Unterschiede nicht vorbringen. Im Grunde gelte nur eines als gesichert. Aus den endlosen Tiefen des Marianengrabens kommt ein metallisch klingendes Geräusch, das von einem biologischen Wesen stammen müsse oder etwas, das die Merkmale eines solchen aufweist. Was dieses sein könnte, weiß bisher niemand so genau. Immer wieder gibt es auch ganz nahe Begegnungen, Sichtungen, die die Objekte zeigen, die diese mysteriösen Geräusche aussenden könnten, mitsamt ihrer Piloten. Von einem solch ganz nahen Kontakt erzählt uns ein ehemaliger Air Force-Pilot, der auf Unfassbares gestoßen sein will. Richard French, ein ehemaliger Oberstleutnant der US Air Force. Er ist einer der wenigen Männer, die mit ihrem Wissen an die Öffentlichkeit gehen. Er sei nicht nur Teil des Project Blue Books gewesen, habe bisher unveröffentlichte Kenntnisse über den Roswell-Absturz, sondern erlebte auch selbst ein unglaubliches Schauspiel mit. Er will ein abgestürztes Raumschiff unter Wasser gesehen haben und ihre Insassen, die es reparierten.
Lieutenant Colonel Richard French habe mehr als 27 Jahre in der US-Armee gearbeitet, flog zuerst Kampfjets und sei später in geheimen Black-Budget-Operationen verwickelt gewesen. Während seines Dienstes in der US-Armee habe er an den verschiedensten Orten dieser Welt gearbeitet, darunter Korea, Vietnam, Laos und Kuba, mal ganz offiziell, mal verdeckt. In den 1950er Jahren habe er als Senior Investigator beim Project Blue Book gedient. Seine Pflicht sei es gewesen, echte UFO-Meldungen als falsche zu deklarieren. Der Weg zu diesem Job fuße auf seine Anwesenheit bei der Untersuchung des Roswell-Absturzes. Er sei einer der wenigen, die wirklich vor Ort gewesen sind, mehr wissen will, als es alle anderen berichten. Zwar stimme es, dass im Juli 1947 ein UFO in New Mexico abgestürzt sei, doch ein wichtiges Detail werde stets außer Acht gelassen. Eines, das jeden, der wirklich dabei gewesen sein will, entlarve. Zu wichtig, um es außer Acht zu lassen. Es sei nicht nur ein UFO gewesen, das auf der kargen Ranch in der Nähe von Roswell anwesend gewesen sei, sondern zwei. Und der vermeintliche Absturz war auch alles andere als ein Unfall. Es gab tatsächlich zwei UFOs in Roswell, was die meisten Leute gar nicht wissen. Das erste wurde von einem experimentellen US-Flugzeug abgeschossen. Es flog von White Sands ab und schoss das UFO mit etwas ab, das ich eine elektrische Schusswaffe nennen würde. Diese setzte das UFO außer Gefecht, entzog ihm die gesamte Kontrolle. Das ist der wahre Grund dafür, dass es abgestürzt ist. Ein elektromagnetischer Impuls. Bei diesem Raumschiff handele es sich um das, was der Öffentlichkeit bekannt ist, das Roswell-UFO. Doch es habe noch eines gegeben. French sagt, dass bei Absturz des ersten ein zweites eingetroffen sei. Er selbst glaubt, dass das zweite Schiff eingetroffen sei, um zu versuchen, die Überlebenden zu bergen, die Wrackteile einzusammeln, ihre Spuren zu verwischen. Einige dieser Teile habe man aber schon zuvor bergen können. Auf ihnen seltsame Schriftzeichen. Ich glaube, dass sie damals dort waren, um zu versuchen, Teile und Überlebende des ersten Absturzes zu bergen. Ich habe später die Teile des UFOs gesehen, die seltsame Schriftzüge trugen. Sie sahen aus, als entstammten sie einer arabischen Sprache, wenngleich es diese nicht war. Nach seinen Erkenntnissen gelang es dem US-Militär nicht, auch das zweite Raumschiff abzuschießen. Der Überraschungseffekt habe wohl gefehlt. Er selbst beziehe sich nur auf die Zeugenaussagen. Dass es aber den Roswell-Absturz gegeben haben soll, bestätigt nun auch Edgar Mitchell, Apollo 14-Astronaut und der sechste Mann auf dem Mond. Machen Sie keinen Fehler, Roswell ist passiert. Ich habe geheime Akten gesehen, aus denen hervorgeht, dass die Regierung nichts darüber weiß, aber ich habe beschlossen, es der Öffentlichkeit zu sagen. Ex-Pentagon-Mitarbeiter und Direktor des AATIP bestätigt indessen die Aussagen Frenchs, zumindest auf Bezug eines weiteren UFOs in Roswell. Ich werde mit Ihnen einige der Beobachtungen teilen, die von Roswell-Zeugen gemacht wurden. Bevor ich Teil von AATIP wurde, hatte ich keine Ahnung von Roswell, abgesehen davon, dass es an irgendeinem Ort in New Mexico einen angeblichen Absturz gab, ein Rancher Trümmer gefunden hatte. Aber während meiner Zeit als Direktor des AATIP gab es einige sehr interessante Informationen. Es gab nicht nur einen Absturz. Alles weist darauf hin, dass es zwei UFOs gegeben hat und dass es irgendwie mit einer Art Test zusammengehangen hat, der zu dieser Zeit in White Sands stattfand. Frenchs Aussagen stoßen aber auch auf Kritik. Die US-Armee habe erst in den 1960er Jahren mit der Entwicklung von Pulsar-Waffensystemen begonnen. Primitive Laser, die es zur Zeit des Roswell-Absturzes noch nicht gegeben habe. Will Richard French diese Information in den Tagen nach dem Roswell-Absturz erhalten haben, ohne selbst beim UFO-Crash dabei gewesen zu sein, will er Jahre später eine ganz nahe Erfahrung gemacht haben, sie mit eigenen Augen gesehen haben, graue Außerirdische, die Greys. Der ehemalige Oberstleutnant berichtet von einem Vorfall in Neufundland in den frühen 1950er Jahren.
Zu dieser Zeit sei er schon am Project Blue Book beteiligt gewesen, sollte UFOs als Scheinwerfer, Sternschnuppen und Co. abtun, alles um die echten Sichtungen zu verheimlichen. Und so führte ihn eines dieser potenziell echten Fälle auch an die Küste vor St. John's. Etliche Zeugen hätten dort Seltsames vorgefunden. Seine Vorgesetzten befahlen ihm, dem nachzugehen. Sie sagten, wir haben einen UFO-Bericht und wir möchten, dass Sie ihn untersuchen. Sie sagten mir, dass es zwei Objekte geben soll, tief unter dem Wasser liegend, nachdem sie ungefähr mit 100 Meilen pro Stunde ins Wasser eingedrungen waren. French habe sich sofort auf den Weg gemacht. Die Meldung der Einwohner St. John's sei schließlich gerade erst ein paar Stunden alt. Wenn er sich beeile, könne er alles noch vor Ort miterleben. Es sollte ihm tatsächlich gelingen. Auf dem Kai waren sehr viele Menschen versammelt. Mindestens 100 Personen standen herum und schauten nur staunend auf das Wasser, darunter auch mehrere örtliche Polizisten. French erinnert sich, dass das Wasser zu diesem Zeitpunkt sehr klar war, ein Umstand, der es ihm und den Menschen um ihn herum erlaubte, einen einzigartigen Blick auf etwas zu werfen, das nicht von der Erde stamme. Vor ihm habe er zwei kreisförmige Schiffe sehen können, jedes von ihnen etwa 18 Fuß im Durchmesser, 5,5 Meter. Die beiden Objekte schwammen unter der Wasseroberfläche, nur ein paar Meter voneinander entfernt, rund 6 Meter vom Ufer entfernt. Doch das war bei weitem nicht das Seltsamste. Er habe gesehen, wie sich zwei Wesen nahe den beiden Schiffen aufhielten. Das erste, was ich sah, waren die UFOs. Dann sah ich sie. Es war mir sofort klar, dass sie etwas mit dem Schiff machten. Ich konnte aber nicht wirklich sagen, was. Ich sah, dass sie sich auf der Unterseite befanden, dort, wo sie nicht für mich sichtbar waren, außer wenn sie sich gelegentlich auf die andere Seite bewegten, wo ich sie dann sehen konnte. Das Wasser war ziemlich klar und ich konnte sie dann ohne Probleme sehen. Sie waren nicht ganz unten auf dem Meeresboden, sondern ungefähr auf dem halben Weg nach unten. French sagt, dass die beiden Wesen, die er sah, in etwa 2 oder 3 Fuß groß waren, 60 bis 90 Zentimeter. Sie waren hellgrau, sehr dünn und hatten lange Arme, mit entweder 2 oder 3 Fingern. Die Oberseite ihres Kopfes war viel breiter als ihre Kinnlinie. Ihre Augen waren dabei sehr schräg und man konnte keinerlei Pupillen darin sehen. Sie sahen so aus wie typische Aliens, die heute in Filmen dargestellt werden. Was danach geschah, ist noch unwirklicher. French sagt, dass eines der Schiffe begonnen habe, sich zu bewegen, sich aus dem Wasser emporhob. Als es auftauchte, flog es mit ungefähr 100 Meilen pro Stunde. Es beschleunigte dann auf schätzungsweise 2500 bis 3000 Meilen pro Stunde. Dann verschwand es. Etwa 20 Minuten später kehrte es zurück, verlangsamte sich fast bis zum Stillstand, tauchte dann wieder ins Wasser ein. Es dauerte rund weitere 20 Minuten später. Dann hoben beide Schiffe zusammen ab, wieder recht langsam, bis sie das Wasser verließen. Dann beschleunigten sie sofort auf eine sehr hohe Geschwindigkeit. Ich glaube, sie haben das Schiff repariert und getestet, ob die Reparaturen angemessen waren. Dann sind sie weggerast. Als Ermittler des Project Blue Books habe seine Aufgabe darin bestanden, auch diesen Vorfall als etwas Irdisches abzutun, was ihm natürlich schwer gefallen sei. Schließlich habe er es diesmal mit seinen eigenen Augen gesehen. Unnötig zu sagen, dass es sich auch hierbei um einen gefälschten Bericht für das Project Blue Book gehandelt habe, so wie sie es alle waren. Ich habe ihn so verfasst, dass ich nicht wirklich gesagt habe, dass es ein UFO war. Ich sagte einfach, dass es dort etwas gegeben hat, was wir nicht kennen. Irgendeine Art fremdes oder nicht wiederzuerkennendes Fahrzeug. Mit anderen Worten, ich habe es ziemlich vage formuliert. French selbst ist allerdings vom Gegenteil seines offiziellen Berichts überzeugt. Oh, ich denke ohne Zweifel, dass es ein UFO war und ich glaube, dass es Außerirdische waren, die an Bord gewesen sind. Für mich steht außer Frage, dass es genau das war und meine Pflicht ist es, diese falsche Geschichte zu entlarven. Dennoch hege er gewisse Zweifel, ob das, was er tut, das Richtige sei.
Es würde im Grunde Religion zerstören und die Tatsache, dass unser Militär ihnen gegenüber hilflos ist, würde die Reputation des Militärs völlig zerstören. Die Ereignisse um das Neufundland-UFO und ihren außerirdischen Insassen ist bis heute ungeklärt. Vor rund 60 Jahren war es schwer, andere Beweise als Zeugenaussagen einzuholen. Keine Digitalkameras oder ein Handy in der Hosentasche. Keine Fotos, die uns diesen einzigartigen Fall zu beweisen vermögen. Dazu die vorbeugenden Maßnahmen der Regierung, solche erstaunlichen Berichte sofort im Keim zu ersticken. Und so müssen wir uns wieder einmal auf die Worte eines Mannes verlassen, der nur kurz nach seiner Aussage verstarb. Es sind nicht nur die Ozeane und Meere dieser Welt. Auch im tiefsten See unserer Erde wollen Taucher auf seltsame Wesen gestoßen sein. An einem Ort, an dem immer wieder Zeugen von seltsamen Lichtern am Himmel berichten. Finden wir sie also genau dort? Im Südosten Sibiriens, in Richtung der Grenze zur Mongolei, befindet sich der älteste und tiefste See der Erde, der Baikal. Fast ein Viertel des Süßwassers der Erde ist in ihm enthalten. An seiner tiefsten Stelle misst er 1642 Meter. Eine Vielzahl einzigartiger Pflanzen- und Tierarten bewohnen das eisige Territorium. Viele von denen sind nirgendwo sonst auf der Erde zu finden. Aufgrund der enormen Wassermenge des Sees steigt die Wassertemperatur selbst im Sommer nie auf über 10 Grad an. Von Mitte November bis Anfang Mai ist die Oberfläche des Baikals von einer dicken Eisschicht bedeckt. Wissenschaftler schätzen, dass der Baikal vor mehr als 25 Millionen Jahren entstand. Doch das uralte Gewässer soll noch mehr verbergen als nur die irdische Flora und Fauna. Seit Jahrhunderten ist der Baikalsee die Heimat einer Fülle ungeklärter Phänomene. Einheimische berichten, dass es in dieser abgelegenen Region Russlands häufig zu unzähligen seltsamen UFO-Begegnungen kommt. Einige vermuten gar, dass sich tief im Baikal eine außerirdische Basis befindet. Und es gibt einige Indizien, die beweisen könnten, dass dem wirklich so ist. 1982. Während eines routinemäßigen sowjetischen Militärübungstauchgangs entdecken die Taucher Seltsames. Beim Navigieren durch die Tiefen des Sees bemerken die Soldaten anomale Gestalten. Sie schwimmen ganz in der Nähe, nur wenige Meter entfernt. Irritiert von diesen Wesen und dennoch verblüfft, beobachten sie, wie sich mehrere dieser ihnen immer weiter annähern. Je näher sie kommen, desto mehr geraten die Taucher in Panik. Besonders ein Detail lässt sie an ihrem Verstand zweifeln. Obwohl diese humanoiden Wesen sich in einer Tiefe von über 50 Metern befinden, tragen sie keine Taucherausrüstung, wie wir sie kennen. Jedes dieser Wesen trägt einen eng anliegenden, metallisch glänzenden Anzug. Ihr Kopf ist mit etwas bedeckt, das man ehestens als helmartig beschreiben könnte. Eine Sauerstoffflasche, wie man vermuten würde, fehlt gänzlich. Nur noch wenige Meter von den Tauchern entfernt, offenbart sich die wahre Größe der Wesen. Fast 3 Meter groß. Doch bevor das Adrenalin der Soldaten sinkt und sie aus ihrem Schock befreit, verschwinden diese kolossalen Kreaturen wieder in die Schwärze des Baikalsees. Wieder an der Wasseroberfläche angekommen, erzählen die Taucher ihrem Vorgesetzten von der unheimlichen Begegnung. Der Kommandant der Einheit befiehlt seinen Soldaten ein gewagtes Unterfangen. Sie sollen noch einmal tief in den See und sollen eines dieser Wesen einfangen. 7 Taucher betreten den Gletschersee und beginnen ihren Abstieg in den Baikal. Kurz nachdem sie eine Stelle erreichen, an der die Temperaturen mehrere Grad absinken, tauchen mehrere dieser Wesen auf. Einer der Taucher versucht geistesgegenwärtig, sofort eines dieser schier überirdischen Exemplare mit einem großen Netz einzufangen. In diesem Moment bricht für die ahnungslose Tauchergruppe die Hölle los. Plötzlich wehren sich diese Wesen. Sie feuern Sonarwellen aus den Tauchern seltsam erscheinenden Waffen auf sie ab. Jeder Taucher, der von ihnen getroffen wird, wird sofort bewusstlos. Die wenigen, die diesem entgehen können, hieven ihre Kollegen mit letzter Kraft an die Wasseroberfläche. Das schnelle Aufsteigen aus den Tiefen des Baikals sollte für die Soldaten nicht ohne Folgen bleiben. 3 der Taucher wurden zu schwer verletzt. Die übrigen mussten sofort in eine Dekompressionskammer.
Doch am entlegenen Ufer gibt es nur eine dieser Kammern. Und diese fasst nur zwei der vier Männer. Aus purer Verzweiflung befiehlt ihr Kommandant, dass sie alle in die Kammer gehen sollten. Nicht alle überleben den riskanten Versuch. Die, die es tun, sollten ihr Leben lang die Spuren dieser Entscheidung mit sich tragen. Es sind bei weitem nicht die einzigen Berichte über Kontakte mit Wesen oder unbekannten unterseeischen Objekten, die unter dem Eis des Baikalsees gemacht wurden. Im Laufe der Jahre stellte der russische Geheimdienst KGB weitere Versuche an, das, was sich unter dem Eis des Baikalsees befindet, zu erforschen. Und so bestätigten auch die freigegebenen Akten sowohl den Vorfall aus dem Jahr 1982 als auch viele weitere. Es ist die Rede von zahlreichen unbekannten Unterwasserfahrzeugen. Sie durchqueren den See mit unfassbaren Geschwindigkeiten. Eine Demonstration technologischer Fähigkeiten, die die Russen verblüfften und die sie für sich haben wollten. Auch vor dem mysteriösen Fall aus den Anfängen der 1980er Jahre gibt es detaillierte Berichte über Aktivitäten von UFOs am Baikalsee. In den späten 1950er Jahren stürzte ein Tu-104-Jet in den See, nachdem es von einem unbekannten, metallisch glänzenden Objekt verfolgt worden war. Der sich in Panik wehnende Pilot funkte eine verzweifelte Nachricht an die Fluglotsen, um sie über diesen vermeintlichen Angriff zu informieren. Währenddessen beobachteten zahlreiche Fischer aus der Gemeinde, wie sie das sahen, was der Pilot den Fluglotsen berichtete. Dortige Angler beschrieben, wie eine silberne, fliegende Untertasse ein Flugzeug jagte, bis es ins Wasser stürzte und schließlich aus ihrem Blickfeld verschwand. Trotz etlicher Zeugenaussagen sind nie schlüssige Beweise oder offizielle Aufzeichnungen über dieses Ereignis aufgetaucht. Nach Angaben von Informanten waren alle diensthabenden Mitarbeiter gezwungen, Geheimhaltungsvereinbarungen zu unterzeichnen. Zahlreiche dieser hatten zuvor bezeugt, dass sie diesen vermeintlichen Angriff gesehen hatten. Im April 2009 geriet der Baikalsee abermals in die Schlagzeilen. Astronauten an der Internationalen Raumstation fotografierten aus dem Orbit heraus zwei kreisförmige Gebilde. Nach Berechnungen hätten diese nur von sehr großen unterseeischen Fahrzeugen erzeugt werden können, weitaus größer als das größte Atom-U-Boot. Eines dieser befand sich in der Nähe des Zentrums des Sees, der andere am südlichen Ende. Beide schienen von etwas geschaffen worden zu sein, das unter der dicken, eisigen Schicht in den Himmel emporstieg. Die beiden scheibenförmigen Risse waren perfekte, symmetrische Kreise. Sie besaßen einen riesigen Durchmesser von 5 Kilometern. Nichts, was ein menschliches Objekt hätte hervorrufen können. Einige Ufologen glauben, dass die von der NASA aufgenommenen Bilder Beweise dafür sind, dass sich außerirdische Raumschiffe im tiefen, dunklen Wasser des Baikalsees befinden. Im Laufe der Zeit ereigneten sich immer wieder faszinierende Vorfälle am Baikalsee. Erst im Oktober 2016 sahen Anwohner außergewöhnliche grüne Blitze, die sich über dem See am Himmel manifestierten. Wissenschaftler aus Irkutsk, nahe des Baikals, wollen mithilfe von Tiefsee-U-Booten riesige Spuren von Objekten am Grunde des Baikalsees entdeckt haben. Anwohner des Sees bezeugen unbekannte Objekte in Form grüner und transparenter Dreiecke gesehen zu haben, die über dem See schwebten. Ein weiterer gut dokumentierter Fall ereignete sich am 17. April 1987 in Kurma. Valery Rudentsov, ein Anwohner des nahegelegenen Dorfes Shida, schilderte damals seine beeindruckende Erfahrung. Wir waren 13 Personen. Gegen 12.20 Uhr ging einer unserer Jungs auf den Hof. Ein paar Sekunden später rennt er auf uns zu und ruft uns alle heraus. Er stand in der Mitte des Hofes und zeigte mit dem Finger zum Himmel. Schräg gegenüber seines Fingers, 150 Meter über uns, hing ein riesiges, fliegendes, rundes Objekt. Aus der Mitte indessen entsprang ein phosphorizierender, lilafarbener Strahl. An den Rändern des Objekts waren so etwas wie gelbe Bullaugen befestigt. Der Durchmesser des Objekts betrug 70 Meter. Wir haben es so deutlich und lange gesehen. Jemand hat sogar vorgeschlagen, einen Stein darauf zu werfen. Das Wetter war erstaunlich ruhig und von dem Objekt war kein Geräusch zu hören. Nur das Geräusch eines Hundegebells und das Heulen von Kühen war zu vernehmen. Wir waren wie gebannt. Die Sicht war so klar, dass keiner von uns an der Realität des Geschehens zweifeln konnte. Und dann glitt das Objekt sanft davon, flog am Ufer der Bucht entlang und glitt weiter in die Hügel von Olchon. Weder davor noch danach habe ich so etwas jemals wieder erlebt.
Viele Ufologen kommen durch die zahlreichen Berichte zu dem Schluss, dass sich irgendwo in den Tiefen des Baikalsees eine unterseeische außerirdische Station befinden muss, tief unter der dicken Eisschicht. Manch einer hat gar die Theorie, dass sich dort unten keine Basis befindet, sondern ein Übergangsportal zwischen den Welten, möglicherweise Parallelwelten. Nach deren Hypothese seien das, was wir als UFOs kennen, keine außerirdischen Raumschiffe, sondern interdimensionale Objekte. Ihre Insassen die Boten einer Zivilisation aus einer Parallelwelt. Erscheint uns der Baikalsee noch weit entfernt, so gibt es auch einen mysteriösen Fund, der sehr viel näher liegt. Etwas am Grunde der Ostsee. Und glaubt man den Berichten der jährlichen Temperaturschwankungen, so könnte dieses seltsame Objekt schon sehr bald wieder an die Oberfläche gelangen. Die Ostsee heizt sich auf. Dies ist derzeit überall zu lesen. Doch die Erwärmung der Baltischen See stellt ein Novum dar. Klimaforscher bezeichnen es als Anomalie. Eine noch nie dagewesene Hitzewelle, die das Gewässer ereilt. Derzeit misst man zwischen 18 und 22 Grad in der Ostsee. An der Küste Lettlands, Litauens und in der Nähe Finnlands ist das Wasser 6 bis 8 Grad wärmer, als es eigentlich sein dürfte. Auch an unseren heimischen Küsten sind die Wassertemperaturen mit 2 bis 4 Grad weit über den normalen Wert. Zwar hat es auch in der Vergangenheit immer wieder einen Temperaturanstieg gegeben, doch der diesjährige sprengt alle Erwartungen. Klimatologen führen es auf warme Winde aus der Umgebung zurück, doch so richtig scheint dieser Grund nicht zu passen. 1 bis 2 Grad mehr hätte man durchaus erklären können, aber woher kommt dieser massive Anstieg von bis zu 8 Grad? Hat dieser noch einen anderen Grund? Etwas am Meeresboden, das sich aufheizt? Kein Unterwasservulkan, Geysire, schwarzer Raucher oder andere natürliche Quellen, sondern etwas Künstliches. Etwas, das seit Jahrtausenden am Boden der Baltischen See geruht und sich nun wieder aktiviert hat. Juni im Jahr 2011. Die schwedischen Schatztaucher Peter Lindberg und Dennis Asberg befinden sich auf der nördlichen Ostsee zwischen Schweden und Finnland, im Zentrum des Botnischen Meerbusens. Auf der Jagd nach längst versunkenen Schätzen in alten Schiffswracks durchscannen sie den Meeresboden. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie etwas auf dem Meeresboden finden. Zu den Höhepunkten ihrer Expedition zählt das Team, das sich Ocean X nennt, die Bergung von 2400 Flaschen Champagner und Cognac aus dem Wrack eines im Jahr 1916 versunkenen Segelschiffs. Doch diesmal ist alles anders. Noch wissen sie nicht, dass sie mit einem viel spektakuläreren Fund zurückkommen würden. Im absoluten Niemandsland stößt das Ocean X-Team bei ihrem Tauchgang auf eine ungewöhnliche Formation am Meeresgrund. In 87 Metern Tiefe entdecken sie eine große, etwa 3 bis 4 Meter hohe Scheibe mit einem Durchmesser von etwa 60 Metern. Nur 200 Meter davon entfernt finden sie ein weiteres, wenn auch kleineres Objekt. Die Formation weisen unnatürlich aussehende Details auf. Auf einer Seite des größeren Objekts sei eine Struktur zu erkennen, die einer Treppe sehr ähnlich sehe. Diese wiederum führe zu einem dunklen Loch. Eine 300 Meter lange Gerade hinter der Scheibe wirke wie eine Bahn, die zu diesem Objekt hinführt. Oder eben, als sei es aus großer Höhe abgestürzt und hätte eine Spur seiner Bruchlandung hinterlassen. Kurios sei auch, dass jegliche elektronische Ausrüstung ausgefallen sei, während sie sich über dem Objekt befanden. Als sie sich dann wieder 200 Meter von der Stelle entfernten, habe alles wieder funktioniert. Was hat das Team auf dem Grund der Ostsee entdeckt? Ist es etwas Künstliches, das vor Jahrtausenden in die Baltische See gestürzt ist? Was sonst könnte elektronische Störungen verursachen? Und hat es sich nun wieder vollständig aktiviert? Die eigentliche Expedition war nicht auf einen längeren Tauchgang ausgelegt, so dass das Team das Objekt hätte genauer untersuchen können. Doch sie brachten eine Sonaraufnahme von diesem mysteriösen Objekt mit. Noch waren sie vorsichtig mit ihrer Einschätzung, was dieses ungewöhnliche Gebilde auf dem Grund der Ostsee sein könnte.
Sie spekulierten darüber, ob es sich dabei vielleicht um ein U-Boot-Wrack handele oder gar um Ruinen einer versunkenen Siedlung. Um Klarheit zu bekommen, gaben die Schatztaucher ihre gesammelten Daten an Wissenschaftler weiter, die sowohl die Sonaraufnahme als auch die gesammelten Materialproben untersuchten. Doch statt zur Auflösung des Rätsels trug die Wissenschaft dazu bei, dass das Mysterium um die Ostseeanomalie nur noch geheimnisvoller wurde, denn sie hätten etwas Vergleichbares noch nie gesehen. Einer der Geologen, der die Proben der Anomalie untersuchte, ist Steve Wehner. Er ist der Ansicht, dass die Materialkomposition nicht natürlichen Ursprungs ist. Demnach muss jemand oder etwas die Struktur künstlich erschaffen haben. Doch ein Detail kollidiere mit der Erschaffung des Objekts und dem, was die offizielle Geschichte der Menschheit besagt. Denn das Alter des Materials datierten etliche Wissenschaftler auf 15 bis 140.000 Jahre. Also zu einer Zeit, als der Mensch noch gar nicht imstande dazu war, eine solche Struktur zu erschaffen. Zudem beinhalteten die Proben vulkanisches Gestein. Doch in dieser Region habe es schon seit 150 Millionen Jahren keine vulkanische Aktivität gegeben. Das heißt, selbst wenn der Mensch dieses Objekt geschaffen hätte, müsste er in der Lage gewesen sein, das Objekt und das Material zum Bau dessen über hunderte Kilometer zu transportieren. Grund genug, um die Anomalie ein weiteres Mal zu untersuchen. Doch diese neue Untersuchung gab noch mehr Rätsel auf. In einer Aufnahme aus dem Jahr 2014 zeige das Objekt rechtwinklige Elemente. Zudem wurde ermittelt, dass die Formation praktisch auf dem Meeresboden schwebe. Es sei keine Verbindung zwischen dem Meeresboden und der Anomalie festzustellen. Zudem habe ein Tauchroboter die Wände eines Korridors gefilmt. Dieser weise einen 90-Grad-Winkel auf. Nach Ansicht des schwedischen Taucherteams handele es sich hierbei also wirklich um eine künstliche Struktur. Vor allem die rechtwinkligen Gänge deuten auf eine nicht natürliche Herkunft hin. Doch dies sei nicht das Einzige, was der Tauchroboter entdeckt habe. Denn bei einem der Tauchgänge soll dieser etwas aufgenommen haben, das die Taucher als unheimliche Geisterschatten bezeichnen, die sie sich bis heute nicht erklären können. Nicht nur die Proben, die Sonarabtastungen und die Erkenntnisse der Tauchgänger an sich sind ungewöhnlich, sondern auch das Verhalten des Militärs nach der Entdeckung der Ostseeanomalie. Das Ocean X-Team um die schwedischen Entdecker Dennis Asberg und Peter Lindberg kehrten am 9. September 2014 zum Fundort der Anomalie zurück. Sie wollten weitere, detailliertere Bilder mit ihrem Sonar aufnehmen und zum Objekt heruntertauchen. Doch dazu ist es nicht gekommen. Fast an ihrem Zielort angekommen, entdecken sie genau über der Formation internationales Militär. Zahlreiche Kriegsschiffe, darunter Stealth-Schiffe und Taucher, sollen vor Ort gewesen sein. Nach ihren Recherchen gäbe es gar Belege, dass die schwedische Marine schon in den Jahren zuvor Interesse an der Anomalie gezeigt habe. Auch empfingen sie während einer ihrer Missionen ein 40 MHz-Signal. Nach Analyse dessen will ein Fachmann für Informationstechnik einen russischen Ursprung ausgemacht haben. Gibt es noch weitere Entdeckungen des Ocean X-Teams, die die Außergewöhnlichkeit der Anomalie bestätigen, und verursacht diese das derzeitige Erhitzen der Ostsee? 2019. 8 Jahre nach der Entdeckung der Ostseeanomalie haben die Schatzsucher bei Tauchgängen erneut einen rätselhaften Fund gemacht. In der Ostsee entdecken sie zwei rechteckige Gebilde, die im stumpfen Winkel von 130 Grad voneinander entfernt liegen. Insgesamt sei das Gebilde 13 x 25 Meter groß. Die Entdecker hielten ihren neuen Fund in einem Video fest. Wie das Rechteck entstanden ist und ob es einen direkten Zusammenhang mit dem Fund des Jahres 2011 hat, ist derzeit noch offen. Einige Ufologen wollen nun einen neuen Hinweis auf die Echtheit der Ostseeanomalie ausgemacht haben. Besser noch, das Gebilde tief am Meeresboden habe sich nun aktiviert. Die derzeitige Erwärmung der Baltischen See zeige dies. Der genaue Fundort des Konstrukts wurde von den Forschern des Ocean X-Teams nie öffentlich gemacht. Zwar gibt es einige Karten mit angeblichen Koordinaten, doch dies sind reine Schätzungen von Laien, aufgrund der Aussagen der Entdecker.
Die einzige zuverlässige Verortung ist, dass sich die Ostseeanomalie irgendwo in der Mitte des Botnischen Meerbusens befände, der nördliche Ausläufer der Ostsee zwischen Schweden im Westen und Finnland im Osten. Bisher ist dieser für mehrere Monate im Jahr völlig zugefroren, ein Zustand, der sich bald ändern dürfte. Laut Antti Lipponen, einem Physiker am finnischen Meteorologischen Institut, ist auch diese Region betroffen. Die Ostsee ist momentan sehr warm. An der Küste von Lettland und Litauen und im Botnischen Meerbusen bei Finnland ist die Meeresoberfläche mehr als 7 Grad wärmer als gewöhnlich. Auch zeige diese derzeitige Entwicklung eine Kurve nach oben, eine stetig ansteigende Anomalie. Zeigten die Thermometer Ende Juni noch Höchstwerte um 30 Grad an, sind nun 31,6 Grad gemessen worden. Manche Ufologen denken nun über die Theorie nach, ob dies noch eine normale klimatologische Entwicklung ist oder die Aktivierung der Ostseeanomalie. Die Region passe schließlich und auch diese außergewöhnliche Erwärmung ließen Schlüsse darauf ziehen. Nach der Physik, die wir kennen, strahlt Energieerzeugung auch immer Wärme ab. Sollte die Hitzewelle in der Ostsee wirklich von einem Antrieb stammen, er müsse gigantische Energiemengen freisetzen. Finden wir sie also dort unten, in den Meeren und Ozeanen und in den größten Seen unserer Erde? Neben den Berichten um ganz erdnahe Verstecke in den Asteroidenfeldern des Sonnensystems oder unter dem ewigen Eis der Antarktis zählen doch auch diese ganz besonderen Orte dazu, die unerforschten Tiefen des Wassers, zumindest für die Zeit lang, in denen sie sich uns noch nicht zeigen wollen. Die Aliens der Meere.